Bevor das Video losgeht, abonniert diesen Kanal und liked das Video. Viel Spaß. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe ihr habt alle einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zur Bundesliga-Prognose des 34. Spieltages. Falls euch nur einzelne Spiele interessieren, die Timestamps sind natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt durch mit einem Blick auf die Tabelle vor diesem Spieltag. Viele Entscheidungen sind ja schon gefallen. Die vier Champions League-Teilnehmer stehen fest. Frankfurt und Leverkusen sind auch in der Euroleague. Nur noch um Platz 7 wird sich gestritten und im Abstiegskampf haben wir Bielefeld, Werder und Köln, die da im Dreikampf sind gegen den Abstieg. Wir beginnen direkt mit dem allerersten Spiel. Das ist Stuttgart gegen Bielefeld. Die Stuttgarter, da geht es eben noch um Platz 7. Sie können noch Europa, die Conference League erreichen. Für die Bielefelder geht es um den Abstieg. Also ist das ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Spiel für dieses Saisonfinale. Meiner Meinung nach sind die Stuttgarter besser drauf. Gerade weil es eben noch um etwas geht. Und die Bielefelder können nicht davon profitieren, dass sie jetzt einen Gegner hätten, für den alles schon entschieden ist. Und deswegen ist mein Tipp hier auch 3:1 für den VfB Stuttgart. Sie werden das Ding gewinnen und damit einen großen Sprung und die Hoffnung wahren können, Richtung Europa zu kommen. Das nächste Spiel ist dann Bremen gegen Gladbach. Hier geht es auch noch für beide Mannschaften um was. Bremen eben wieder Abstiegskandidat und die Gladbacher wollen unbedingt nach Europa. Eine Saison ohne irgendwie internationales Geschäft wäre auch für den Kader schlecht. Christoph Kramer hatte das in einem Interview erwähnt. Der Kader ist einfach ausgelegt für die Dreifachbelastung. Meine Meinung ist aber, dass Bremen sich einen Punkt ergaunern kann. Mein Tipp hier, ein 1:1. Das nächste Spiel ist dann Frankfurt gegen Freiburg. Für Frankfurt geht es um nichts mehr. Die Enttäuschung war groß. Dortmund und Wolfsburg konnten am letzten Spieltag eben die Champions League Quali klar machen. Und so geht es um eigentlich gar nichts mehr gegen Freiburg, außer vielleicht ein wenig Prestige. Die Freiburger, nach dem Unentschieden gegen die Bayern, können sie eben auch noch auf diesen Conference League Platz schielen. Das werden sie auch tun. Mein Tipp ist hier ein 2:1 für Freiburg. Frankfurt beendet die Saison also alles andere als gut. Mit einigen Niederlagen und Dämpfern im Nacken gehen sie in die Sommerpause. Das nächste Spiel ist dann Union gegen Leipzig. Und hier geht es für Union Berlin eigentlich nur darum, die Führung auszubauen, denn sie haben 47 Punkte, sie haben mehr Punkte als Gladbach, mehr als Stuttgart, mehr als Freiburg, sie sind in der Pole Position, sich diesen Euro Conference League Platz zu holen, das schaffen sie nur dann über die Bühne zu bringen, wenn sie gegen Leipzig eine super Leistung abrufen. Leipzig momentan in der ersten Halbzeit meistens sehr schlecht, in der zweiten drehen sie dann aber so richtig auf, holen sich dann nochmal wichtige Punkte, wichtige Tore und mein Tipp ist hier ein 4:0 für Leipzig. Ich glaube Leipzig, gerade nochmal zum Abschied von Nagelsmann, wird nochmal richtig aufdrehen, dadurch wird Union kein einziger Punkt vergönnt sein. Das nächste Spiel ist Wolfsburg gegen Mainz, eine Partie, bei der es für beide Mannschaften um nichts mehr geht, vielleicht noch um ein, zwei bessere Tabellenpositionen. Wolfsburg könnte natürlich noch den dritten Platz erreichen, Mainz könnte noch Augsburg überholen, aber um mehr geht es eigentlich nicht. Ich glaube, es wird ein rasantes Spiel, beide Mannschaften können eigentlich relativ befreit auftreten. Am Ende tippe ich aber auf einen Auswärtssieg für Mainz, 3:2 ist mein Tipp hier. Damit kann Mainz nochmal diese herausragende Rückrunde veredeln und Wolfsburg, trotz am Ende Niederlage, wird ein schönes Spiel abliefern mit vielen Offensivaktionen, deswegen mein Tipp 3:2. Das nächste Spiel ist dann Köln gegen Schalke und hier haben wir wieder die Kölner, die im Abstiegskampf vertreten sind. Für Schalke geht es, naja, um nichts mehr, aber die Schalker haben gegen Frankfurt ihre mit Abstand beste Saisonleistung abliefern können. Da waren Leute auf dem Platz, das sind nicht so die Top-Talente, die sind immer noch 23, 22 Jahre alt. Klar, die haben Entwicklungspotenzial, aber das ist nicht so dieser 17-jährige Wunderkicker aus der Jugend, die da gespielt haben, sondern das waren gute Spieler aus der zweiten Mannschaft, die starke Leistungen geliefert haben, die Hoffnung machen auf eine erfolgreiche Zeit in der zweiten Liga. So dumm, wie sich das im Endeffekt anhört. Die Kölner wollen das Spiel aber auf jeden Fall gewinnen und sie haben gezeigt, dass wenn sie müssen, können sie es. Sie hatten ein wenig Pech auch in den letzten Spielen. Deshalb denke ich, dass die Kölner das hier nach Hause bringen. Ich tippe ein 2:1 für den FC Köln und Schalke geht damit zwar mit einer Niederlage aus dieser Saison, die eben sich überhaupt als komplette Niederlage nur anfühlen kann. Trotzdem insgesamt, Kramotzes ist der Schalke-Trainer, der 2 Siege diese Saison dann geholt hat. Das ist die meisten Siege eines Schalke-Trainers in dieser Saison. Das nächste Spiel ist Bayern gegen Augsburg und bei dem Spiel geht es eigentlich nur noch darum, Lewandowski die 41 plus Tore zu holen und ganz ehrlich, das schaffen die Bayern. Die Bayern haben ein Ziel. Die können vielleicht noch die 100-Tore-Marke knacken, wenn sie 6 Tore schießen. Das glaube ich nicht. Ich tippe nämlich auf ein 5:1 für die Bayern. Also es wird nicht ganz für die 100 Tore reichen. Aber Lewandowski wird vielleicht sogar einen Hattrick schießen und damit in die Geschichtsbücher eintragen als der beste Bundesliga-Torjäger aller Zeiten. Das nächste Spiel ist Hoffenheim gegen Hertha und auch für diese beiden Mannschaften geht es um rein gar nichts mehr. Die Hoffenheimer können auch nicht mehr von Platz 11 rutschen. Die sind da festgefahren und deshalb mein Tipp hier ein 4:2 für Hertha. Ich glaube, Hertha kann jetzt nochmal befreit
aufspielen und wenn diese übertalentierte Mannschaft von Hertha BSC mal nichts hat, wo sie drüber nachdenken muss und einfach mal spielen kann, ist sie eine der Top-Mannschaften dieser Liga meiner Meinung nach und deswegen eben auch ein 4:2 Auswärtssieg für Hertha. Und das allerletzte Spiel in diesem Spieltag ist mit das Top-Spiel und zwar Dortmund gegen Leverkusen. Die Dortmunder auf Platz 3 momentan können Platz 3 auch sichern mit einem Sieg. Die haben 2 Tore, Tordifferenz besser als der VfL Wolfsburg mit eben punktgleichen 61 Punkten. Die Leverkusener sind sicher in der Euroleague, können nicht mehr Platz 5 erreichen, nicht mehr Platz 7, also sind sicher auf Platz 6. Und damit hoffe ich, ähnlich wie bei Wolfsburg gegen Mainz, dass es einfach ein schönes, offensives Spiel wird. Deswegen ist auch mein Tipp ein 4:3 für Dortmund. So defensiv gefestigt ist Dortmund jetzt nun auch wieder nicht, dass man sagen könnte, sie würden hier zu 0 spielen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der interne Vereinsrekord ausgebaut werden kann mit dem nächsten Sieg. Die letzte Niederlage war eben am 27. Spieltag und seitdem haben sie nur noch gewonnen und wenn sie das Spiel gewinnen, wäre es der 7. Sieg in Folge plus Pokalfinale, das darf man ja auch nicht vergessen. Fantastischer Saisonendspurt, also von Edin Terzic. Das waren die Tipps für diesen Spieltag und wir schauen nochmal auf die Tabelle, die dann auch die Endtabelle dieser Saison sein wird, zumindest nach meinen Tipps. In der oberen Tabellenhälfte tut sich gar nichts, bis auf das Freiburg und Stuttgart, die Unioner eben verdrängen können. Gladbach und Union stürzen ab. Damit schafft Stuttgart den Sprung in die Conference League. Ich glaube, Qualifikation ist das dann. Weiter unten Mainz, Hertha lösen sich nochmal ein bisschen von Freiburg und im Tabellenkeller Bielefeld vor diesem Spieltag auf Platz 15. Am Ende werden sie aber direkt absteigen. Werder Bremen bleibt auf Platz 16 in die Relegation und Köln schafft es am letzten Spieltag, sich nochmal von der Schlinge zu befreien und mit Platz 15 in der Liga zu bleiben. Ich hoffe, diese Prognose hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine lieben Freunde. Ein schönes Wochenende, einen schönen Bundesliga-Endspurt und ciao, ciao. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal und liked das Video.